Herzlich willkommen mal wieder zum Moviepilot Unboxed. Und diesmal tatsächlich mal was, worauf ich mich richtig freue, denn das ist die Fanpaket-Edition von Stromberg, der Film. Und als Riesenfan der Serie habe ich da natürlich eine lange Zeit drauf gewartet. Ich fand den Film auch ziemlich klasse. Ja, und jetzt wollen wir noch mal gucken, was uns diese Special Edition alles bringt. Denn sie enthält natürlich nicht nur den Film auf DVD. Das gibt es nur auf DVD, gibt es nicht auf Blu-ray. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Aber den Film gibt es natürlich solo auch auf Blu-ray. Der ganze Film wurde ja auch als quasi als Crowdsourcing irgendwie finanziert und wie ich gehört habe, haben die ersten, die damals in den Film investiert haben, jetzt auch schon was davon zurückgekriegt. Es hat sich also gelohnt, mal selbst zum Filmproduzenten zu werden. Aber genug des Gequassels, gucken wir doch mal, was in dem Stromberg-Paket hier drin ist. So, Deckel ab und da haben wir zuerst mal natürlich die Doppel-DVD-Edition vom Film. Da ist nicht nur der Film drauf, sondern, wenn ich das richtig verstehe, auch eine ganze Menge Bonusmaterial. Da haben wir das riesige Making-of, 42 Minuten, nochmal Interviews, 34 Minuten, Deleted Scenes, 3 Minuten, das Musikvideo-Karaoke, lass das mal den Papa machen, Best-of-Aufsager und noch viel mehr. Und natürlich ist auf der ersten DVD auch noch drauf, kleine Making-of-Featurettes, was bisher geschah bei Stromberg, für alle, die nochmal einsteigen wollen, und das Musikvideo zu Lass das mal den Papa machen in der normalen Version. Also da gibt es ordentlich was zu gucken für alle Fans und ich säbel jetzt mal ein bisschen weiter auf. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Special Fan Edition. So. So sieht das auf. Der FSK-Flatschen ist leider nicht abnehmbar, sehe ich. Und er ist leider auch auf dem Inlay drauf. Ja, das ist die DVD mit den zwei Scheiben. Und dann gibt es drin natürlich noch mal ein paar Aufkleber. Büro ist Krieg und den gewinnt man nicht mit der Heilsarmee. Und so ähnliche Stromberg-Sprüche zum Aufpappen. Finde ich schon mal ziemlich schön. Und es gibt ein Poster, wenn ich das hier richtig sehe. Das ist immer schick. So, ein Stromberg Mini-Poster und das auch ganz ohne fiese Aufdrücke. Das kann man sich tatsächlich, das werden wir uns hier tatsächlich irgendwo hinhängen. Und dann haben wir noch ein kleines Booklet. Ach, das ist gar nicht so klein. Das ist nochmal ganz schön mit Szenenbildern, mit ein bisschen Infotexten zur Serie, Vorstellung der Hauptcharaktere und weiteres Stromberg-Merchandising, das ihr euch kaufen könnt. Also ein schönes kleines Booklet. Schönes kleines Poster. Insgesamt, also die DVD-Edition lohnt sich in jedem Fall. Gucken wir uns jetzt mal, was an Goodies dazu gibt. Das Ganze kostet, glaube ich, 49 Euro ungefähr. Und dafür bekommt ihr zusätzlich zu der DVD-Edition, jetzt hätte ich beinahe das Gummi, da von dem Notizbuch, von dem Chefplaner. Das ist der Stromberg-Chefplaner. Damit könnt ihr quasi eure gesammelten Termine sortieren, also hinten Kalender, vorne nochmal ganz ein bisschen ausführlicher und für Telefonnummern und sowas ist auch Platz und das Ganze könnt ihr mit dem Gummibändchen sichern, das ist so ein normales Dings. Dann haben wir hier den Arschlocher, Wortspiel, ja, gucken wir uns auch nochmal an. Das ist ein, ich würde jetzt mal unterstellen, das ist ein stinknormaler Locher, den ich auch gleich mal testen werde auf seine Funktionalität. Er macht keine Arschbackenmuster rein, sondern nur ganz normale Löcher. Aber sicherlich für den Büroalltag, gerade hier auch beim Moviepilot, gut zu gebrauchen. Und dann haben wir noch einen Stromberg, Kugelschreiber. Und er schreibt sogar. Und das Ganze nochmal in der Bleistift-Variation, allerdings nicht angespitzt. Und ich glaube, dass das war's auch schon. Das war die Stromberg-Fan-Edition. Von den Zugaben muss man jetzt sagen, ja, der Arschlocher ist ganz nett, das Ding hier auch. Es hätte vielleicht für 50 Euro noch ein bisschen mehr sein können. Was es aber auf jeden Fall wert macht, ist der Film, denn der ist wirklich ziemlich großartig und jeder Fan der Serie sollte sich den holen, weil der ist ein wirklich gelungener Abschluss der Stromberg-Ära. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob sie es schaffen werden, da tatsächlich nochmal einen Abschluss zu finden, ob das Ganze über 90 Minuten trägt. Und das tut es. Also guckt euch den Film, egal in welcher Edition ihr euch hinzulegt, legt ihn euch zu. Egal ob Blu-ray, DVD oder wenn ihr gerne noch ein bisschen Zeugs dabei habt, dann könnt ihr auch gerne diese Edition euch dazu holen. Ja, das war's von uns. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Moviepilot Unboxed. Ich glaube, ich könnte den Film jetzt noch mal gucken. Also, bye!